Hey Leute, der Sturm geht weiter. Maya träumt, dass Florian einfach verschwindet. Florian plant, zu Eriks Geburtstag eine Überraschungsparty in einer Almhütte zu veranstalten. Obwohl Maya eigentlich für eine Berufsschulprüfung lernen müsste, willigt sie ein, Florian bei einem Geschenk zu helfen. Als Florian sich am nächsten Tag nach einer Dialyse auf den Weg in den Wald macht, hat Maya plötzlich ein beunruhigendes Gefühl. Sehnsüchtig schaut Christoph auf Selina. Gary gesteht Hildegard und Alfons, dass er es war, der den Zebrastreifen aufgemalt hat, Shirins Beteiligung verschweigt er. Er hofft, dass die Geschichte mit der Entfernung des Zebrastreifens vergessen ist, doch die Sonnbichlers machen Gary klar, dass er zur Polizei gehen und sich stellen muss. Hannes versucht, seine Eifersucht auf Mayas Verbindung zu Florian zu unterdrücken. Max und Vanessa bitten Werner, einen Raum im Fürstenhof für Eriks Überraschungsfeier nutzen zu dürfen, doch dieser winkt ab. Doch Ariane will dem todkranken Florian diesen Wunsch erfüllen. Patrick schwört Lia, dass er keinen Job am Fürstenhof sucht. Damit ist Lia erst einmal beruhigt und Patrick hat das Gefühl, ihr einen Schritt näher gekommen zu sein. Währenddessen beschließt Robert, mehr Zeit mit Lia zu verbringen, doch dann startet Ariane einen neuen Versuch, seine Eifersucht auf Patrick zu befeuern. Max und Vanessa genießen ihre Zweisamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.